Hallo, ich bin Alexa Kalde. Ich studiere internationales Management an der ESCP Europe. Hier hat die Hochschulleitung heute zum Sommerfest eingeladen, damit ich gleich zu Beginn des Semesters potenzielle Arbeitgeber, Alumni, Studenten und Professoren kennenlernen kann. Und ich bin schon sehr gespannt, wen ich da heute treffen kann. Kommt doch einfach mal mit. Los geht's. Ich habe jetzt gerade mein letztes Studienjahr von meinem Master hier in Berlin angetreten. Welche konkreten Tipps können Sie mir geben, sodass ich das Jahr optimal nutzen kann? Im Grunde gibt es eigentlich nur einen Tipp, überall reinriechen. Man kann hier in Berlin in viele Sachen reinriechen und man kann hier an der Hochschule auch in viele Sachen reinriechen. Und ich brauchte das jedenfalls in meinem letzten Jahr, ein bisschen Zeit auch, um zu wissen, was ich danach wirklich machen wollte. Zunächst mal sicher das Studium hier nutzen, die Theorie büffeln, dass das ordentlich vorhanden ist, das ganze theoretische Wissen. Aber dann eben auch rausgehen, Praktika machen, sich umsehen. Haben Sie eventuell noch ein paar Karrieretipps für mich, wie es danach weitergehen könnte? Achten Sie nicht nur auf die Inhalte, tun Sie nicht nur das, was Sie tun müssen, sondern vergessen Sie nicht, Ihre Netzwerke aufzubauen, zu kommunizieren. Nutzen Sie Ihre Praktika, um vielleicht auch nochmal was Neues kennenzulernen, zwei verschiedene Firmen, zwei verschiedene Branchen, und dann sollte das schon klappen mit der Karriere. Interessieren Sie sich einfach für die Branche, seien Sie neugierig und einfach ganz authentisch und Sie selbst. Haben wir ESCP-Studenten gute Chancen, bei Ihnen genommen zu werden? Absolut. Gerade den Umsetzungswillen zeigen Sie, glaube ich, hier in Ihrem praxisorientierten Studium sehr, sehr stark. ESCP-Studenten haben definitiv eine Chance bei Bertelsmann. Wir machen schon viel, auch miteinander. Und die Studenten haben aufgrund ihrer Internationalität und Diversity auf jeden Fall Chancen in unserem sehr internationalen Unternehmen. Hi, Wenzel. Servus. Wir haben uns ja letzte Woche schon gesehen. Dabei weiß ich gar nicht, was dich eigentlich an die ESCP verschlagen hat. Du, ich habe Landwirtschaft studiert. Und interessiere mich da am meisten für den wirtschaftlichen Teil. Mhm. Und deswegen bin ich jetzt hier, um einen MEP zu machen, Master in European Business, um den wirtschaftlichen Teil ein bisschen aufzupushen. Okay. Soll man was trinken gehen? Gerne. Prost. Prost, auf ein schönes Jahr.